Unser Sohn hat große Probleme in Mathematik. Er kann seine Hausaufgaben kaum mehr alleine lösen. Auch die Klassenarbeiten werden immer schlechter. Wir versuchen ihm ja auch immer wieder zu helfen, aber in der Regel eskaliert das und wir wissen hier wirklich nicht mehr weiter. Es kommt häufig vor, dass neue Inhalte im Mathematikunterricht zunächst Schwierigkeiten bereiten. Wenn sich aber trotz ständigen Übens nur Misserfolge einstellen, wie Sie es von Ihrem Sohn schildern, sollten Sie auch prüfen, ob er eventuell eine Rechenschwäche hat. In den ersten Schuljahren können manch betroffene Kinder das noch durch ein gutes Gedächtnis oder dem Auswendiglernen von Regeln kompensieren. Es fällt erst später auf, dass sie keine richtigen Grundlagen entwickelt haben, nämlich dann, wenn darauf aufgebaut werden soll, wie beispielsweise bei Einführung der Bruch- und Prozentrechnung. Wenn die Lücken dann immer größer werden, führt das Üben des aktuellen Stoffs nur zu steigender Frustration. Andere Anzeichen können Sie auch im Alltag finden. Kinder mit einer Rechenschwäche haben beispielsweise oft unrealistische Vorstellungen von Zahlen, zum Beispiel beim Einschätzen von Mengen. Beobachten Sie solche oder ähnliche Signale, ist es ratsam, sich professionelle Unterstützung zu suchen. Denn solche Lernschwierigkeiten können überwunden werden.